So, herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Deponia. Ja, wir sind immer noch dabei und diese scheiß Zahnbürste aus der dunklen Ecke zu holen. Ach, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee, ich habe eine, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt! Mit Ja. dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Rufus Zimmer. Wir gucken mal hier oben. Haben wir hier oben noch was? So, gucken wir uns das mal an. Extras. Intro. Alles klar. Dann weiterspielen. Haben wir hier nicht irgendwo noch irgendwas, was wir benutzen könnten? Ich sehe gar nicht ein, warum ich den Toni hat darin. Gibt es denn in diesem Haus gar nichts mehr zu essen? Typisch. Okay, wartet, wartet. Wenn Toni nicht so viel Zeit. Das ergäbe sicher ein. Ist doch was. Okay, irgendwie muss ich jetzt da die. Ups. Ach, da Pömpel. Na, den Pömpel habe ich da vergessen. So, gehen wir wieder runter und machen mit dem Pömpel alles auf hier. Kann man den Pömpel nicht wieder. Die Maus ist schon vor langer Zeit abgehauen, was nicht heißt, dass ihr Plan besser war als meiner. Bestimmt. Da stecke ich meine Hand garantiert nicht nochmal rein. Mausef. Ohne den richtigen Köder wird das wohl nichts. Die riecht zwar nach Käse, ich bezweifle trotzdem, dass sie sich als Köder eignet. Die riecht zwar nach Käse, ich bezweifle trotzdem, dass sie sich als Köder eignet. Okay, Da soll Toni. müssen dann irgendwas zubereiten. Also eine Gabel. Noch nichts zu gabeln da. Alles muss man selber machen. Ich ist es. Wenn Toni nicht so viel. So, gucken wir mal. Die Gabel immer weg. Haben wir hier noch irgendwas zum Lucken? Lucky, Lucky, Lucky. Nochmal da reingucken. Mehr ist wohl nicht zu holen. Reicht ja auch. Du hast schon wieder mein ganzes Essen verputzt. Stattdessen finde ich ständig irgendwelchen Müll von dir im Kühlschrank. Was ist eigentlich mit dir kaputt? Ich verstehe die Frage nicht. Kann man jetzt Zettel verbrennen? Und rein damit. Geil. Dann hier ein Bunsenbrenner. Dann hier wird's zumachen.